Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes und es ist Challenge Time. Und erstmal möchte ich meinen großen Respekt für euch aussprechen, denn ich habe ganz schön viele Einsendungen bekommen bei einer Challenge, wo ich das nicht für selbstverständlich halte. Die war nämlich ganz schön knackig, glaube ich. Ihr solltet mir ein Flugzeug bauen, das selbst seinen Schub erzeugt. Also keine Düsen verbauen, keine Propeller verbauen, die also diese Standardpropeller im Spiel. Das war schon ziemlich cool und ihr seid auf ein paar krasse Ideen gekommen und teilweise so verdammt kompliziert, dass ich mir denke, wow. Einfach nur wow. Und ich mache heute alle, die ihr mir geschickt habt, ein paar, wahrscheinlich nicht so lange, weil sie nicht ganz richtig sind, aber das ist, muss bewusst sein. Wir beginnen mit der Maschine von Redstone Bob und die sieht schon mal richtig cool aus. Wie ihr seht, hat er hier Turbinen gebaut. Ich weiß nicht, ob die funktionieren oder wo der Schub herkommt. Aber wir schauen uns das an. Ich werde jedes Flugzeug am Ende auseinanderbauen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Anscheinend muss ich dafür irgendwas beachten bei Redstone Bob, weil es beginnt sich nicht zu bewegen. Zum Start VTOL hoch, Trim runter. Achso, VTOL hoch, Trim runter, bis auf 35 beschleunigen. Starten. Ah, ey, wie gut ist das denn bitte? Wie geil. Wie behindert das aussieht. Aber es ist super cool. Also, das ist schon mal das Erste, das funktioniert. Achtung, Kurven nicht möglich. Kippt über Flügel weg. Kannst es gerne versuchen. Challenge accepted, würde ich sagen. Sehr sanfte Kurven sind auf jeden Fall drin. Na, das ist richtig gut gemacht, Redstone Bob. Man hört zwar die ganze Zeit den Trimmer, aber das ist egal. Das ist mega schön auch, das Flugzeug. Erinnert mich irgendwie an so einen Mittelstreckenbomber oder sowas. So. Lol. Und man fängt es super einfach wieder ein, wenn es über die Nase wegkippt. Also, wenn das so weitergeht, gerne mehr. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ich bin super, super langsam. Ich glaube, ich bin noch nie so langsam mit dem Flugzeug in Simple Planes geflogen. Wenn ihr übrigens so ein Flugzeug habt, was ein bisschen störrisch ist und über die Flügel wegkippt, das habe ich von Seras aus War Thunder gelernt. Benutzt Seitenleitwerk. Dann ist das überhaupt kein Problem, ein Flugzeug wieder einzufangen. Weil, ups, bei War Thunder habe ich das gelernt, wenn mir zum Beispiel bei einem Bomber oder bei einer B-25 oder so das Höhenruder weggeschossen wurde. Du kannst immer noch ziemlich gut steuern, oder die Kontrollflächen auch, die Rollflächen, kannst immer noch ziemlich gut über das Seitenleitwerk steuern. Wenn es irgendwie noch ein bisschen funktioniert. Deswegen, also das hier funktioniert schon mal mega gut und man kann auch lenken. Was haben wir als nächstes? Also das hier definitiv, ah ne, Moment, ach, ich muss ja noch auseinandernehmen. Ja, ganz vergessen. Sorry, dass ich eure schönen Werke zerstören muss, aber das ist die einzige Möglichkeit, um nachzuvollziehen, ob da irgendwas Böses drin ist. Sieht nicht so aus. Ne, alles gut. Ich sehe hier jetzt kein böses Triebwerk. Brav. Sehr gut, Redstone. Das ist schon mal ein super Anfang. Als nächstes gehen wir zum Custom Jet von Yoshi LP. Und der hat sich was einfallen lassen, was nicht explizit von meinen Regeln verboten war. Er hat nämlich Raketen umfunktioniert. Das ist eine schlaue Sache. Daran habe ich nicht gedacht. Deswegen voll okay, dass das als Antrieb implementiert wurde. Da kann keiner meckern. Und wenn doch, beschwert euch bei mir, dass ich die Challenge nicht so genau definiert habe.
Und das Ding fliegt richtig gut. Das ist eine schöne Idee. Die Regeln etwas gedehnt. Aber das ist erlaubt. Klar, es ist jetzt kein Wunderwerk der Schönheit. Aber schon ein paar nette Details. Hier so mit dem Air-Intake, der sich schön nach hinten durchzieht bis zu den Raketen rein. Hier unten noch so ein bisschen gestreamlined versucht. So, und jetzt ist das aus. Aber dann mache ich die mal raus. Das Problem allerdings ist jetzt natürlich bei der Kiste, jetzt habe ich keinen Schub mehr. Das heißt, spätestens jetzt müsste ich anfangen, mich nach einer Landebahn umzusuchen, weil so weit komme ich mit der Kiste einfach nicht. Das ist ein Problem tatsächlich. Deswegen, das ist so einer von den Kandidaten, wo ich mir so gedacht habe, hey, coole Idee. Aber Challenge eigentlich nicht so komplett umgesetzt. Weil zum Beispiel das von Redstone Bob, das kann unendlich lange fliegen, bis der Sprit leer ist. Klar, das ist jetzt im Prinzip gerade auch nichts anderes. Aber so ein Raketentriebwerk ist einfach schneller leer als Sprit in einem Tank. Wobei, nee, mir fällt gerade auf, die anderen brauchen ja gar keinen Sprit. Wenn man sowas zum Beispiel im Rotator baut, dann brauchst du gar keinen Sprit, ne? Die verbrauchen keinen Sprit, die Rotator. Ja, stimmt. Also, wie gesagt, ist eine richtig coole Idee. Ups, falsche Taste. Aber ich weiß nicht, ob das perfekt die Challenge einfängt. Also, eigentlich ja, tut sie. Das ist eine coole Idee. Aber sie ist nicht langzeittauglich. Und weil von hinten so mega viel Thrust kommt bei dem kleinen Flugzeug, ist sie auch schwierig gerade zu lenken, die Maschine. So, ich versuche mal kurz, ob ich ein Stück weiter komme. Und ich schiele gerade die ganze Zeit schon auf die Uhr. Ich muss nämlich tatsächlich bald los. So. Zum nächsten Flughafen würde ich damit auf jeden Fall kommen, schätze ich mal. Muss ich aber die ganze Zeit nach oben ziehen. Ich lande einfach auf der Brücke. Da brauche ich auch nicht groß nach irgendwelchen versteckten Triebwerken zu suchen, weil es generiert halt jetzt einfach keinen Thrust mehr. Das ist gut. LOL. Und da ist es einfach explodiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe nicht geschossen, ich habe einfach nach oben gezogen. Also, coole Sache, aber nicht langzeittauglich. War zwar nicht in der Challenge gefragt, wäre aber cooler gewesen, aber ist trotzdem voll okay. Als nächstes haben wir von CyberLife ein Flugzeug für die Eigenantriebs-Challenge für Pulitzer. Und das sieht auch schon mal nicht schlecht aus, wobei ich gelesen habe, dass du wohl VTOL-Triebwerk verwendet hast. Ja, und das ist eigentlich, das ist schwierig tatsächlich, zu sagen, das ist okay. Ich hatte nämlich eigentlich gesagt, keine Triebwerke zu benutzen und das ist eigentlich nicht erlaubt. Aber, ich muss mal kurz gucken, wo ist die Seite von deinem Werk hier? Also, schnell wird, wenn du 1 drückst und den VTOL-Regler runterziehst. 1 drücken. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade den Schub erzeugt, weil die Propeller können es ehrlich gesagt nicht sein. Ach so, nee, die sind jetzt einfach nach hinten gerichtet, ne? Ja, das ist halt nicht Sinn der Sache gewesen. Nee. Das ist nicht Sinn der Sache gewesen. Auch wenn es ein wirklich schönes Flugzeug ist, aber der Thrust wird ja nicht durch die Propeller erzeugt, die du gebaut hast. Die sind übrigens richtig gut gebaut, muss ich sagen. Aber die erzeugen keinen Vortrieb so richtig. Hättest du hier die Rotator so eingestellt und hättest das hier draufgepackt, das wäre was Cooles gewesen. Aber so, leider not durchgefallen, muss ich leider sagen, auch wenn das ein wirklich schönes Flugzeug ist. Aber es kann
so nicht starten. Das erzeugt nicht. Das erzeugt keinen Vortrieb. Siehst du? Deswegen leider durchgefallen. So leid es mir tut. So leid es mir tut. Challenge nicht geschafft. Deswegen, das hier muss leider schnell abgehakt werden. Wir gehen als nächstes zum Flugboot Punkt 2 von Peter Wodrich. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Moment, ich suche direkt die Beschreibungsseite heraus. Hier ist es. VTL bestimmt die Ausrichtung der Propellerflügel. Das Gear muss zum Landen starten auf dem Wasser in Landen starten auf dem Wasser. Achso, ja. Genau. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel den Fall, die Dinger drehen sich mega schnell. Und wenn ich jetzt den Winkel von den Rotators. Warte mal. Ich mache das nochmal kurz langsam. Ihr seht, hier ist ein Rotator, der sich dreht und Rotators, wo die Blätter drauf sitzen. Und wenn man die halt an einen bestimmten Anstellwinkel gibt, dann erzeugen sie halt Thrust. Und genau sowas wollte ich haben. Cyberlife, sowas hättest du bauen können. Und ich wette, das hättest du auch hinbekommen. Und das Ding hebt wunderbar ab. Also von der Technik einwandfrei. Und man muss sagen, im Vergleich zum Beispiel mit Redstone Bob, hier wackelt nichts. Also gar nichts. Das ist ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und es ist wirklich sehr, sehr schnell. Sierras hatte ja, glaube ich, einen Rotator zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wer den alles benutzt hat oder ob ihr das selber teilweise gemoddet habt. Aber das hier ist zum Beispiel, finde ich, ziemlich geil geworden. Fliegt super sanft. Kippt nicht weg. Das ist echt richtig geil. Und ich finde, die Musik passt sehr gut gerade zu dem guten Stück. Ich weiß nicht, ob ich sie heute zu leise gemacht habe, aber ich musste für mich die Musik heute ein bisschen leiser machen, damit ich auch ein bisschen höre, ob da eventuell mit einer Düse geschummelt wird. So. Das kippt auch nicht über den Flügel weg, obwohl wir so langsam sind. Auch wenn ich es hart versuche. Sogar noch kurz den Boden. Den Boden, das Wasser mit dem Flügelspitzchen berührt. Also das ist ein richtig geiles Teil. Deswegen, ich versuche das jetzt auch mal zu landen. Ich nehme den Thrust einfach dadurch weg, dass ich die Propeller, den Anstellwinkel, einfach wieder auf neutral setze quasi. Lol, das wird immer noch schneller. Warum wird es denn immer noch schneller? Ich habe sogar den Schub weggenommen. Das ist strange. Und siehe da, es gleitet. Sehr einfach zu landen tatsächlich. So, und jetzt gehen wir mal nochmal richtig Stoff. Ich weiß gar nicht, was der perfekte Winkel ist. Ich glaube nicht, dass es VTL komplett nach oben der perfekte Winkel ist. Ich schätze eher, dass es hier irgendwo ist. Und wir heben wieder ab. Also richtig tolles Flugzeug. Und wer was anderes sagt, kriegt von mir eins auf die Mütze. Also da bin ich schon ein bisschen stolz auf euch, muss ich sagen. Kurz noch Proforma auseinandergenommen, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist, was dann Shrine gehört. Nö. Außer die sind alle mega klein gebaut und versteckt, dass ich es nicht finde, aber das glaube ich jetzt hier mal nicht. Also, fetter Daumen nach oben auf jeden Fall. Was haben wir als nächstes? Als nächstes zwei von Müller 99. Ich stelle sie einfach beide vor. Das eine ist der Vogel mit F. Alter, du hast einen Vogel vielleicht. Vogel wird mit V geschrieben. Sieht schon mal cool aus. Also diese... interessanterweise, die jetzt kommen, haben eigentlich alle eine ähnliche Mechanik.
Ich weiß nicht genau, wie das heißt, Ornithopter. Warte mal kurz. Ornithopter. Genau, Ornithopter. Ja. Hätte ich nicht erwartet, dass sowas kommt, weil ich glaube, das ist. Ups. Das war nix. Ich glaube, das starte ich mal lieber in der Luft. Oder soll ich das in der Luft starten? Was hast du denn geschrieben? Achtung, okay. Steht nichts dabei. Nee, das muss ich in der Luft starten, sonst geht's kaputt und ich will das nicht schon wieder kaputt machen. Das bleibt konstant. Nee, es wird sogar schneller. Das ist richtig cool. Das sieht sau witzig aus, muss ich sagen. Aber es funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Keine starken Kurven fliegen, heißt auch wieder hier. Du hast geschrieben, bei Strömungsabriss fallen lassen und warten, bis es sich selber stabilisiert. Alles klar. Du hast in deiner Beschreibung warten mit H geschrieben. Müller. Schreiben und dann nochmal drüber lesen. Ganz wichtig. Aber das ist richtig cool. Funktioniert echt gut. Ich dachte eigentlich immer, oder vielleicht tut's das auch nicht, sehe es nicht, weil es so schnell ist. Müsste nicht irgendwie der Flügel noch so eine leichte Drehbewegung machen, weißt du? Tut's das? Ich sehe es überhaupt nicht, weil es so mega schnell ist. Weil das hier geht ja nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber es könnte sein, dass. Wir können ja mal von oben gucken, ob das Gelenk irgendwie noch nach vorne, hinten oder sowas macht. Sieht nicht so aus. Aber das ist schon mal super süß, das Teil. Und vielen Dank dafür. Das ist echt gut. Und er hat es ja geschrieben, ich soll wählen zwischen dem Schönen und zwischen dem besser Fliegenden. Ich habe mir halt gedacht, komm, scheiß drauf. Nehmen einfach beide mit in die Folge rein. So. Also das hier, ganz großes Tennis, finde ich gut. Und jetzt nehmen wir noch das besser Fliegende. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Da muss ich jetzt auch liefern, quasi. Eine Libelle. Das kann man sogar auf dem Boden starten. Also hier ist auch kein Triebwerk verbaut. Da kann. Okay, man sollte es wahrscheinlich trotzdem in der Luft starten. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ob es in der Luft startbar sein muss. Okay, das hat jetzt leider das Problem. Ich kann so viel auf Höhenruder hauen, wie ich will. Es zieht immer nach unten. Zweites Flügelpaar aktivieren. Wenn ich das zweite Flügelpaar aktiviere, funktioniert es viel besser. Cool. 2 und 3 Qualm an den Flügeln. Boah, das sieht ja cool aus. Nein, wie cool sieht das denn bitte aus? So richtig schön Sinuskurve. Wenn das jetzt Schallwellen wären, würden die sich gegenseitig aufheben. Weil die Phasen verschoben sind. Das sieht super cool aus. Ohne Witz. Kriege ich mit dem Ding Looping geflogen, dann sieht es nämlich, glaube ich, noch geiler aus. Müller, du hast mir ein bisschen meinen Tag versüßt heute. Das sieht wirklich unfassbar cool aus. Das sieht einfach so geil aus. So ein bisschen Disco-mäßig, weil manchmal macht Simpleblends Grafik-Bugs und dann blinkt das so ein bisschen. Richtig cool. So, und jetzt noch Qualm am Heck. Und 5 Motor zum Starten? Ach, Motor zum Starten. Ach so. Deswegen vorne der Motor drin, damit man die Rädchen benutzen kann. Ah. Sehr, sehr cool. Warte mal, das probiere ich jetzt nochmal aus. 5 ist der Motor zum Starten. 5 ist der Motor zum Starten. Autsch. 5 ist der Motor zum Starten. Aber wie? Ah,
Die Füßchen kann man auch noch einklappen. Hä, aber... Hä? Da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Wie zur Hölle... Lol. Ich drücke auf S. Und das Ding... fährt. Ich kann aber jetzt nicht so richtig... nicht so richtig geradeaus fahren. Kurven fahren. Hui geht nicht. Oder muss ich das auf den Boden setzen komplett? Nee. Ich starte einfach mal, versuch's. Ach Mist, das funktioniert nicht. Also starten auf dem Boden ist schwierig, aber vielleicht mache ich es auch einfach ganz falsch. Du sagst noch starten über eine Klippe, die hatte ich jetzt gerade nicht direkt zur Hand, aber richtig cool. Ganz, 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 ganz cool. Ich finde den Rauch, das mit dem Rauch finde ich cool. Und wenn wir schon bei Ornithoptern sind, machen wir direkt weiter bei der Mechanical Dragonfly. Von wahrscheinlich ich, die auch schon wieder unfassbar cool aussieht. So richtig Steampunk-mäßig oder... weiß gar nicht, was das für ein... was das für ein... ja... Setting ist. Moment, die muss ich jetzt erstmal kurz finden. Da. Steampunk-styled Ornithopter has been giving headaches over the last week. Also hat Kopfschmerzen bereitet über die letzten Wochen. Hier sind wahrscheinlich irgendwie ein Motor für die Reifen benutzt. Das ist aber okay. So. Bis 40 km/h auf dem Airfield und dann hauen wir die 1 rein. Und schon fängt es an abzuheben. Was ein geiler Scheiß. Das ist so cool. Das ist so cool. Und vor allem, ich finde es auch geil hier die Farbgebung. Also typisch Steampunk-mäßig irgendwie Holz und ein Messing. Finde ich richtig cool verbaut. Ja. Auch mit den Augen, mit den dicken, fetten Augen vorne. Finde ich auch witzig. Boah, das wird so schwierig. Einen Thumbnail-Kandidat zu finden, weil die alle so cool sind, die Sachen, bitte. Ich finde, das ist eine der besten Challenges, die wir jemals hatten. Einmal, weil sie Anspruch hatte und dann noch, weil ihr euch wirklich auch Mühe beim Design und sowas gegeben habt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Aber ich wette, ich krieg das Ding nicht gelandet. To land, put the throttle down slowly and turn the wings to more or less even position. With 1% throttle. Okay. Das heißt, wir gleiten jetzt im Prinzip einfach nur noch. Beziehungsweise jetzt gerade fallen wir. So, jetzt habe ich es unter Kontrolle. Jetzt nicht mehr. Das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Moment. Oh mein Gott. Das war nicht so eine gute Idee. Jetzt habe ich voll den Drehwurm. Wir verlieren eine Höhe. Mein Gott, ich mach's kaputt. Das Ding wird aber auch verdammt schnell, ey. Guck mir das mal von außen an, lieber. Wir verlieren nicht so schnell an Höhe. Das könnte tatsächlich noch gut ausgehen. Wenn wir jetzt nicht gerade gegen diese Klippe da flatschen. Also solange man so abstürzt, ich glaube, dann ist das gar nicht so schlimm abzustürzen.
Nö, das hat's höchstwahrscheinlich ganz gut überlebt sogar. Also richtig cooles Teil. Und da muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht großartig gucken, ob da irgendwie ein Motor verbaut ist. Also ja, hier ist ein Motor verbaut für die Reifen, das wusste ich aber schon. Das ist aber okay. Kannst du nichts sagen. Alles gut. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir No Engine Ground Starting Glider. So, und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, das ist ein Kandidat, der nicht zählt. Aber da lasse ich mich jetzt gleich mal überraschen. Wir drücken die 1. Ah, okay. Hier sind auch Raketen verbaut. Alles gut. Ich hatte nämlich gedacht, weil hier waren so Detacher dran, dass das in die Luft geschossen werden soll mit den Detachern. Aber ist es nicht. Also alles okay. Warum du jetzt allerdings die hier mit Detachern angebaut hast, das Gear, verstehe ich nicht, muss ich sagen. Das hättest du auch einfach über Rotators machen können. Dann wäre alles gut gewesen. Ah, guck mal, sieh mal einer an, die Boden-Luft-Raketen. Die sind sehr, sehr schnell leer. Da waren die anderen länger am Brennen. Oh, und der kippt sofort weg über den Flügel. Eieieiei. Der ist schlicht und ergreifend zu langsam geworden. Der ist jetzt einfach Strömungsabriss gerade. Ziemlich geile Explosion. Nochmal. Ich versuche jetzt relativ zügig meinen Hintern hochzubekommen. Um die Reibung etwas zu senken, damit er ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen kann. So, wir sind jetzt stabil. Schnell in die Luft. So, wir sind jetzt bei 180, 90, 200 Meilen pro Stunde, 210, ne, nicht mal 210. Guck mal, wie schnell das langsamer wird. Das ist schwierig. Im Prinzip Challenge auch erfüllt, aber so mittel. Was soll ich da sagen, ey? Das funktioniert ja, keine Frage. Aber es produziert halt auch nicht Thrust über die ganze Zeit. Wie wir es jetzt bei den Ornithoptern hatten oder bei den Flugzeugen mit den Rotator-Propellern. Ich kann es nicht durchfallen lassen, aber ich kann damit jetzt nicht ewig unterwegs sein. Und vor allem, ich kann es nicht mehr landen. Aber das war ja nicht die Challenge. Starten und landen war eigentlich nicht die Challenge. Das ist nicht so schlimm. Nur selbst Schub erzeugen. Das ist aber halt auch die Frage. Weil selbst Schub erzeugen, tut es das, wenn man die Raketen dafür missbraucht? Eigentlich nicht. Weil der Schub wird von den Raketen erzeugt und nicht vom Flugzeug selbst. Das ist schwierig bei den zwei Flugzeugen. Was meint ihr denn? War die Challenge erfüllt? War meine Challenge-Beschreibung einfach nicht ausführlich genug? Ich weiß es nicht. Ist gerade mega schwierig, finde ich. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. So, aber was mir gerade auffällt, Seras hat ja gar nichts eingeschickt, ne? Ne, hat er nicht. Egal, dann müssen wir heute ohne Seras auskommen. Und wir haben hier noch zwei. Einmal den Ornithopter Flatterantrieb von MTB Crafter. Das sieht auch ziemlich crazy aus. Oh, wie süß das aussieht. Wie so ein, keine Ahnung, kleines Vögelchen, das gerade versucht, das erste Mal zu fliegen und wie wild mit seinen Flügeln schlägt. It is pretty slow, but flies good. Das glaube ich gerne. Das ist halt von MTB Crafter. Jupp. Das ist klein und fliegt ziemlich gut.
Schauen wir uns mal die Technik von Nahem an. Selbes Prinzip eigentlich wie bei Müller und... Also das hier erinnert mich am ehesten tatsächlich an das von Müller mit der Libelle. Aber das Prinzip ist logischerweise dasselbe wie bei allen anderen Ornithoptern. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Total abgefahren. Vor allem, weil die ultra schnell sich bewegen und hier der Hubweg total winzig ist eigentlich. Also ohne Witz, ich würde es in 100 Jahren nicht schaffen, solche Ornithopter zu bauen, wie ihr das gepackt habt. Also jeder von euch. Ich finde das technisch einfach sehr beeindruckend. Gibt es noch eine Challenge, die man so machen könnte? Weil man sieht ja, dass ihr das drauf habt. Das finde ich immer so paradox, muss ich sagen. Wenn ich eine Challenge ankündige in letzter Zeit, wird erstmal rumgeheult, wie schwer das doch sei. Und dann am Ende kommen aber trotzdem so viele Einsendungen, die total geil sind. Deswegen, Leute, beschwert euch nicht direkt, sondern überlegt erst. Ihr könnt's doch. Wir haben mittlerweile so eine coole Community, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr könnt immer die Leute fragen. Keine Ahnung, Seras ist immer da, um euch zu helfen. Master Keo ist immer da, um euch zu helfen. MTB Crafter genauso, wahrscheinlich ich genauso. Die helfen euch alle weiter, wenn ihr irgendwo ein Problem habt. Oder wenn irgendwas nicht fliegt, dann... Ich hab ja schon gesehen, dann gebt ihr das denen teilweise, die machen es flugfähig und dann könnt ihr weiterbauen. Ist auch geil. Wer kann denn damit bitte bei einer YouTube-Community heute rechnen? Ich finde das nicht selbstverständlich. In unserer heutigen Zeit. Heute guckt ja meistens doch eher jeder auf sich so ein bisschen. Und nicht mehr immer auf andere. Aber das ist bei uns nicht so. Finde ich gut. Deswegen ein großes Lob an meine Community da draußen. So. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber nur ein Flügel ist gegangen. Deswegen alles gut. Und als letztes noch. Die letzte Einsendung. Den Warmotor V2 von Dominico Kaffen. Auch wieder eine gute Idee. Aber Dominico. Gars geben auf der 1 in der Beschreibung. Gars mit R. Ist nicht dein Ernst, oder? Hast du auch in den Kommentar geschrieben. Gas. Da ist kein R drin. Da ist einfach nur ein S. So, Gas geben. V2L ganz fast bis ganz nach oben. Fast bis ganz nach oben. Und dann 1 drücken. So. Das funktioniert schon mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch schnell genug werden. Komm schon. Das Fahrwerk ist halt nicht so gut. Macht aber nichts. Und es fliegt. Auch Dominico hat's gepackt. Richtig cool. Ich finde das witzig, wie das hier aussieht. Wie so eine Welle. Frag mich, ob das notwendig ist tatsächlich. Ich habe es selbst nicht ausprobiert. Ich werde es aber demnächst selbst mal ausprobieren. Weil das ist ja eigentlich ganz cool. Weißt du, der hier steht starr. Der hier ist dann so ein bisschen langsam, so normale Rotator-Geschwindigkeit, der ein bisschen schneller, der noch schneller, der noch schneller und vorne explodiert das quasi. Finde ich sehr witzig. Fliegt sich auch ganz okay, muss ich sagen. Also dafür, dass das so langsam ist, richtig gut. Und man muss ja sagen, die Mittel sind ja gar nicht so schwer eigentlich, ne? Man braucht ja eigentlich nur ein paar Rotators, um einen Schub zu erzeugen in Simple Planes. Mehr braucht sie ja gar nicht. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass das eigentlich so einfach geht. Schön, ich freue mich. Guck mal, ob ich mit dem Teil ein Looping machen kann. Geht wahrscheinlich voll die Hose. Ne, geht nicht.
Ich drücke immer noch nach hinten, aber ich will nicht. Ich glaube, es ist zu langsam tatsächlich dafür. Oh nein, Strömungsabriss. Ah! Ich kann es nicht mehr ausrichten. Es fliegt rückwärts. Schön. Da muss ich jetzt aber, also da glaube ich jetzt auch nicht, dass der irgendwie großartig Triebwerk verbaut ist. Würde mich wundern. Wüsste auch nicht wo. Dafür ist es zu klein. Aber das hier finde ich auch ziemlich cool. Mit den ganzen hunderten Rotators. Ich frage mich, ob die irgendwie alle gleich schnell drehen oder ob die gemoddet wurden. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber ich werde es demnächst einfach mal ausprobieren. Und damit sind wir am Ende angekommen. Und morgen gibt es dann noch eine Folge mit den restlichen Werken. Deswegen würde ich sagen, bis morgen und macht's gut, Freunde. Tschüssi.